mit Katzenthemen zu machen. Such dir einfach einen, weiß nicht, Katzentag. Irgendetwas. Einmal im Jahr einen Katzentag. Da macht sie einen 24-Stunden-Livestream. Guck mal, das ist eine geile Idee zum Beispiel. Ob noch Maika dann die 24 Stunden überlebt, das kann ich verzweifeln. Weil ich nach 12 Stunden nicht schon fertig. Scheiße. Nee, das machen wir. Sie kriegt einen Katzen, ich mache einen Panda. Das ja, 24 Stunden ist echt heftig. Also das Problem 12 ist, Stunden, das Maximum, was ich bis jetzt gemacht habe, glaube ich, waren 16 und ich könnte nicht mehr. Ich war einfach von Gehirn her einfach. Alter, du brauchst ja auch deine 20 Stunden Schlaf am Tag. Bist du freck für den Tag, Alter. Nein, ich schlafe eigentlich von 2 Uhr morgens bis 9 Uhr. Alter, du schläfst sonntags bis 12. Ja, es hängt davon ab, wie kaputt ich von der Woche komme. Klar, es gibt schon einen Tag, wo ich mich erholen muss, Kinder. Na? Ich nicht. Aber ich von Montag bis Freitag. Bist du auch dreimal am Tag. Ist immer 2 Uhr morgens, ne, eingeschlafen und dann aufstehen um 9. Und das versuchen immer am Samstag, Sonntag einzuhalten. Irgendwann mein Körper sagt, ey Junge, wir machen eine Pause. Du fickst dich ja. Okay, also ich krieg einen Panda-Tag, die Maika macht einen Katzentag und du machst einen Holztag. Genau, an das habe ich auch gerade denken müssen. Okay, ich finde die Idee genial. Entschuldigung. Herzlich willkommen zu dem Holztag. Ihr könnt euch ein Holz bestellen. Ja, im Lager. Also meine Vorstellung von Holztag war eher Holz. Ein Holzmast. Aber alles top. So, zurück zum Thema. Genau. Also, Maika, such dir einen Tag aus, das kann mir auch einen auswählen, den ich habe. Also, ich habe eine Frage an Max. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ich verstehe leider den Zusammenhang. Der Name kommt von einem Film. Es gibt einen spanischen Film, wo ein Typ, der eigentlich Max genannt wird, ne? So Maximilian, wird ihm als Nickname Max Madeira. Und damals in meinen Zeiten in Madrid, wenn ich mit meiner spanischen Gruppe immer gespielt habe, habe den Nickname Max Madeira bekommen. Und dem habe ich es einfach behalten. Das kommt von den spanischen Filmen. Frag mich aber nicht welchen, weil ich habe keine Ahnung. Es kam von Leuten, die 10 bis 20 Jahre älter sind als ich. So, ich gehe davon aus, das ist echt ein alter Film und spanisch von irgendwo. Backkartoffel. Ernsthaft. In Spanien kannst du ein Rezept, der heißt Backkartoffel. Alter, die Übersetzungen sind so furchtbar. Entschuldigung. Backkartoffel? Nee. Backkartoffel. Nein, ich rede Deutsch. Ihr wollt diesen Sommer einfach mehr? Dann bringt euch die Ordnung. Sage ich, wir sitzen da so komisch. 23 Euro und mehr Surfspaß. Ganz ohne Verzug. Ah, vielleicht denn nicht unbedingt was mit Holz, sondern irgendwas. Ich denke mal, der Film hat dir gefallen, oder nicht? Ja, ich den Film jetzt nur kein Wettkampf. Das ist einfach nur, die Leute haben mir einen Nickname damals gegeben beim Zocken, weil wir immer Cybercafés gegangen sind. Ne? Das war 2004, das waren auch die Zeiten, wo du nach der Schule einfach Cybercafé gegangen bist. Ne? Von Freitagabend bis Montag früh. Dann bist du wieder in die Schule. Das war noch Richtung ISDN. Das waren, nein, da hatten wir schon Glasfaser. Wir waren neben die französische Schule, die hatten Geld, könnten sich das damals auch leisten. Und in Spanien, die haben den Aufbau von Glasfaser viel früher angefangen als in Deutschland. So, Max, wie sieht's aus? Muss noch lange? Halbe Stunde vielleicht. Alles klar. So lange bleibe ich noch nicht mehr. Um 11.45 Uhr und hat Feierabend um 20 Uhr. Ja gut, das wird zwar morgen früh online sein, aber du willst noch ein bisschen pennen. Mal stark von ausgerutscherweise. Also ich bin früh den Rechner jetzt sicher mal an. Nee, das ist doch gut. Ja, meiner läuft, mein Rechner kennt das gar nicht. Ich glaube, der hat noch keinen Tag erlebt, wo er nicht mindestens um 6 Uhr dann bis abends.
einer läuft 24-7. Ja, so hart will ich den jetzt auch nicht jagen. Einer ist eigentlich nur aus, wenn es Stromausfall gibt. Der arme Rechner, der hat auch Rechte. Wie mein Urlaub, Alter. Ach, braucht er nicht. Ich sag ja, gestern war halt so typisch, ich hab den Stream angemacht, war keine 5 Minuten am Spielen, zack, in der ganzen Ortschaft Stromausfall. Das, ich hab ja gekotzt, ey. Einfach zu viel Anspruch. Weißt du, das Schlimme ist, das genommen, was du hast den Stream angemacht und das Schlimme ist aber, das passiert immer beim Zocken, nie auf der verfickten Arbeit. Das ist ja, ich hatte bis jetzt auf der Arbeit, hatte ich einmal 2 Stunden Stromausfall. Ihr werdet lachen, aber hier, wir haben fast nie Stromausfall. Ich habe hier, als ich letztes Mal, dass ich Stromausfall hatte, es war entsprechend geplant, es ist mitgeteilt worden. Na, da ist die irgendein Energietyp dann vorbeigekommen und hat gesagt, ey, morgen von dieser Uhrzeit bis diese Uhrzeit, wir sind da am Arbeiten, na, wir mussten da ausmachen. Okay, haben wir Bescheid bekommen. Max, aber Ballermann, der Ort, wo ich gewohnt habe, weißt du noch, ob der Song Karaoke? Keine Ahnung, Rügen sind gegangen bei euch. Teilweise mal ewig schon 3 Tage. Also hat mir, glaube ich, 4 Tage nicht mehr. Die kompletten Straßen hier und links und rechts bei 2 Straßen weiter. Gar kein Strom mehr. 4 Tage. Ah, okay. Na, hier neben den Titus haben wir dieses Problem gar nicht. Es ist halt extrem krass gewesen. Ja, abgesehen mal davon, dass halt alles gut war. Dann kommst du heim und hast nichts, womit du dich unterhalten kannst. Da war ich so knochentrocken, hab mein Handy auf der Arbeit. Tja, doof, ne? Ja, ich hab gestern aber auch erstmal hier am Handy, hat sowieso nur noch 40% Akku, erstmal Ultra-Energiesparmodus anschmeißen müssen, weil ich ja wusste nicht, wie lange der Strom wegbleibt, dass ich mir wenigstens Wecker stellen kann, weißt? Ja gut, bringt ja eh nichts, Wecker. Wenn der Strom weg ist. Ja, aber hätte ja sein können, dass er morgens wieder da ist und dann muss ich ja anfangen, Alter, weißt? Ich nahm es weiter. Geschissen. Ich hatte davon aus, wenn ich abends keinen Strom habe, gehe ich nicht davon aus, dass am nächsten Tag. Doch, dann ist er zufällig dann angegangen, als ich auch. Und dann sauber aus. Dann hast du einfach Pech gehabt. Halt, die Firma, ich hab ihn wohl ausgebrannt. Ist mir Wurst, glaub mir. Letztens war hier auch Internet weg. Telekom, da war das bis 8 Uhr bei Internet weg. Dann war jetzt vor kurzem, wann war das gestern, glaube ich, ging das dann auch wieder. War Internet oder Strom war gerade weg. Krabbgnadenlos habe ich mich da mal für 40 Minuten hingesetzt und gar nichts getan. Danach war das wieder da. Das war ja nicht mein Problem. Ja. Also, gut, ja. Ich habe jetzt realistisch betrachtet, du hast einen Feiertag, ne? So, das heißt, du arbeitest entweder nicht am Feiertag oder du arbeitest am Feiertag, kriegst einen anderen Feiertag frei und hast dann über, also diese Dings halt, die, also einen anderen Tag dafür frei, aber du kriegst dann halt nochmal mehr bezahlt. So, weder die Mehrfachbezahlung, plus ich hatte komplett alle 5 Tage arbeiten müssen und habe auch den anderen Tag noch nicht mal gut geschrieben bekommen. Also sehe ich auch irgendwie keinen Grund, dass ich mich da jetzt ampeln, wenn da mal rumweg ist, weil da können die dann einfach gehen. Mega. Apropos, ich habe heute auch wieder Jackpot gezogen auf der Arbeit, ja? Ich hab doch nächste Woche habe ich eigentlich Spätschicht, offiziell laut Plan, gell? Ja, ja. Dann schreibt mir Leon, ey, ruf mich nachher mal an, wenn du Zeit hast. Ich ruf ihn an, er sagt, hey, ich brauche nächste Woche jemand für Frühschicht, IT, ganze Woche. Das geht's doch nicht. Also du bist langsam mal. Das Einzige, was du machst, ist dich schneller melden, wenn es um Freizeit geht, Penis. Das merke ich mir. Heute aber auch. Ich bin die ganze Zeit im IT-Chat. Alter, ich hab dich nicht gesehen. Ich sehe dann halt, okay, da fragt einer wegen Pause, wer dann, ob ein IT-Helfer dann übernimmt. Ich sag so, komm, das schreibst du nicht. Ich weiß genau, was jetzt. Keine Sekunde später. Ich bin da. Alter, ich schwör's dir, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab noch vorher, hab ich immer wieder... Ich war vor dir online, ich war auf IT-Helfer, ich war vor dir im Chat. Ich sag's dir, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab noch durch beide Chats, also durch Raum 1 und 2, hab ich noch durchgeguckt, gedenkt... Ich war ja die ganze Zeit in 7. Ja, aber damit hab ich auch nicht gerechnet. Ich mal den Scheiß Melken.
Und denk, mache ich. Oh, und denk noch die ganze Zeit, wo hockt der? Wo hockt der? Wo hockt der? Und irgendwann schreibst du mich an und ich denk, okay. Ich dachte auch, ey, der verarscht mich. Jetzt. Nein, mein Ernst, ich hab dich echt nicht gesehen. Also da, zur Verteidigung, ich wollte sie Egon, ich hab mir eh gedacht, komm, ich gönn's dir, warum nicht, ne? Ich fand's nur so geil, wie schnell du... Also, das war ja echt witzig vor Zeit. Ja, aber Alter, halt auch, wie gesagt, ich hab ja nicht damit... Jesus Gott, nicht damit gerechnet, dass du... Wir müssen echt was machen gegen Bea. Also langsam fuck die Alte mich nur noch ab mit ihrem Scheiß. Ich komm noch ein IT-Helfer. Sie nervt mich tierisch auch. Ja, die ist schon ein bisschen nervig. Weißt du, der Leon und alle anderen, die machen halt angenehm Job für uns alle, die findet nur dumm. Ja, vor allem ja auch heute schon wieder. Es ist ja diese, der Plan, Leon macht ihn ja wieder und er plant halt zwischen 12 und 16 Uhr, 17 Uhr zwei Leute. Weil halt weil erstens zu Recht und zweitens überschneidet sich halt die Früh- und Spätschicht da. Und Bea hat ja dann gleich wieder geschrieben, Daniel, was machst du hier? Bitte nur einen IT-Helfer. Ja, weißt du, er macht es ja schon mit Sinn und vor allem, er wird ja auch da mehr planen. Wir brauchen ja auch die IT-Helfer, weil in letzter Zeit ja noch mehr Scheiße. Ja, gerade jetzt hier seit dem Case-Management. Max, links und rechts jetzt drauf. Nein, nicht die. Links oben ist eine. Er war schon einmal... Ja, welche denn? Long. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich hab nicht mehr aufgehört. Machst du gerade was oder hältst du gerade still? Ich hält still, weil ich bin am Denken. Tausch mal links und... Also, schwierig zu sagen. Geht nicht. Okay, dann ist der oben und unten. Jetzt tausch mal bitte oben und unten. Nein. Nicht die oben und unten. Habe ich auch schon versucht, die von oben und unten. Das geht nicht. Du hast den einen falschen jetzt. Ich weiß, was du meinst. Diese geht auch nicht. Ey, jetzt geht sie nicht mehr. Du hast hier komisch. Das gibt's nicht. Ja, das Problem. Kommt ihr denn hier raus? Komm. Ich muss es anders machen. Warte mal. Ey, wir müssen echt was gegen die Alte machen. Die fuck mich nur. Vor allem heute auch das mit dem neuen Plan. Jetzt haben wir schon wieder einen neuen Plan, was ja überhaupt schon mal keinen Sinn ergeben hat. Ich habe meine Pause eh genommen, die ich steckte. War mir egal. So, jetzt geschafft. Gott. GG. Aber davon mal abgesehen, was soll denn auch dieser Blödsinn? Wir übernehmen mittlerweile den IT-Chat. Wir schreiben zusätzlich alles auf. Wir kümmern uns mittlerweile um den Austausch-Chat, weil da nur Vollidioten sind, die nur falsche Angaben machen. Wodurch wir gefragt werden, wie es richtig geht. Was traurig. Ja. Dann machen wir doch den IT-Plan. Thomas. Ich sehe das nur im Stream, Alter. Hast du noch Erwartungen an die Menschheit? Hast du noch Erwartungen? Ich sage dazu gar nichts mehr. Ich bei den türkischen Kollegen, ja, mittlerweile, ich sage dazu gar nichts. Ich gebe einfach die Quelle weiter an den Vorgesetzten und sage, hier, lass du bitte die Bearbeitung prüfen, die macht mir keinen Sinn. Fertig. Ja, aber das ist ja das... Das geht bei uns halt nicht. Oder sechs Vorarbeiter. Aber nur einer ist eben das Problem. Alle anderen sind ja logisch denken und machen es richtig. Nur die eine ist halt geistig grenzstabil in der sich dieses achtet halt einfach. Also Autosniper. Die interessiert es halt nicht, wie es halt läuft, sondern für sie muss es anders sein als alle anderen. Kommt gleich rechts einer. Weil es besser ist. Für sie zumindest, obwohl es halt eben nicht. Halt, vor allem. Sie hat den Überblick dazu. Vor allem das nächste ist, es sind gestern waren 360 Calls in der Line. 360 Calls. Da macht doch ein Agent den Braten auch nicht mehr fett. Nee. Das vor allem gestern hätten wir den zweiten ja eh gebraucht. Ja, und ich meine auch gerade heute mit diesen 5 Pausenslots, die man einhalten soll und Pausenplanung, da musst du einfach zu zweit sein. Da hast du keine Chance mehr. Wenn da die Avaya einmal muckt und 5 Leute gleichzeitig Pause nehmen wollen, keine Chance. Ja. Vor allem dann musst du es ja nicht auch in die Liste einfügen, dann musst du noch den Pausenplan behalten. Du musst dann auch noch jetzt den Anwesenheitschat im Auge behalten. Das ist nicht möglich. Ja. Am Anfang morgens, wenn nichts los ist, ja, oder abends, wenn nichts los ist, nicht zu den Stoßzeiten. Ja, und vor allem gerade in der Zeit von 8 bis 12 und dann später von 5 bis 9, da nehmen weniger ihre Viertelstunde Pause. So gefühlt, weißt du?
Und das ist halt einfach und das geht halt gar nicht. Und von das halt, Bea kriegt halt auch nichts mit, so gefühlt, weißt du? Sie teilen uns da ein und sie kommt halt einfach, ja, was macht ihr hier, weißt du? Ja, deswegen sag ich ja, sie kriegt es einfach nicht mit, sie macht, denkt, dass es gut ist. Oder wie es halt für die Laien, aber dass eben die Laien dadurch noch mehr blöd wird, weil eben nicht alle keiner bearbeitet werden. Keiner. Das funktioniert. Du hast die Bombe. Nicht. What the fuck is that? Ja, das. What the fuck is that? Das ist ein Headcrab von Halo. Halo? Ja, es ist. Short. Es gibt halt keine Verbesserungsvorschläge für ein menschliches Gehirn, der schon behindert ist. Wo? Das ist schlau. Ich kann Feuer. Sehr mit seiner Autosniper. Was soll sie jetzt machen? Also bis jetzt scheinen die Einstellungen gut zu sein. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten online oder so und habe noch keine übersprungenen Frames. Hab CPU-Auslastung von 8-10%. Ich weiß nicht, wie sieht's mit dem Delay aus? Musst du. Also Delay ist relativ. Problem, was du Delay. Oh oh. Du musst bei Twitch selbst erstmal einstellen. Das war knapp. Bringt nicht, weil den Twitch sowieso am Arsch ist, was das betrifft. Ja, ja. Wenn du Low Latency einstellst, dann hast du trotzdem eine Verzögerung. Und die ist nicht ganz genau leicht. Ja. Low Latency. Hohe ist halt 7 Sekunden. Low Latency. Ja. Ja. Genau. Gut, ich meine, ein bisschen Delay ist ja normal. Ganz ohne Delay wird es auch nicht gehen. Die Daten müssen ja auch verarbeitet werden, aber. Wenn ihr Delay es gibt, also manchmal gibt es 7 Tage, wo ich dann sage, what the fuck ist hier los? Ja, ich sehe das ja. Guckt ja, wie gesagt, auch zu Matt. Ich glaube, euch beide auch. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, die arme Maika sind. Okay, hat keinen Bock, Männern zu reden. Ja, die ignoriert uns halt. Das ist es, sie hat kein Herz für ihre Herzhand. Hä? Der war gut. Der war gut. Das muss ich klippen. Wo ist der Scheiß? Du Arsch. Die Scheiße. Wie klippt man, Mann? Unten rechts auf die 3 Punkte. Klippen, hallo? Ich hab keinen Button für Clips, Mann. Ja, dann Ctrl T war das. Nee, war es nicht. Z? Ah ne, Alt-X. Alt-X, genau. Flux-X, ja. Habe ich jetzt gerade auf die Twitch-App geschaut. Der macht dann mal bei mir nur Twitch auf, verdammt durch. Also. Was soll ich denn jetzt sagen, wenn ihr über eure Arbeit geht? Mann, kann jetzt mir einer helfen mit dem Flip-X? Das soll ich nicht kippen. Es ist echt traurig. Aber hey, tatsächlich, ich könnte auch nur auf Report gehen. Was war's jetzt? Ja. Alt-X, gell? Ja, geht bei mir Alt-X. Nein, da öffnet er mir nur irgendwelche Browser-Einstellungen. Ja, da mache ich es halt, ne? Ja, klipp du mal. Hä, warum ist das? Warum kann ich nicht klippen? Das muss ich auf jeden Fall in Maikas Channel posten. Was? das ist natürlich mit ganz viel Liebe, Maika. Wir sorgen uns nur um dich. Weißt du was, ich werde das nicht bei dir reinposten. Irgendwann, wenn ich mal hochlade oder wenn wir wieder was aufnehmen und mir sowas rausrutscht, dann werde ich diesen Clip reinhauen. Dann werde ich das reinschneiden. Das ist noch besser, das war so richtig krass. Ja. Also was ist echt Gold wert? Nein, es ist halt... Wir nehmen uns alle aus, das muss man sagen. Ich werde auch immer von denen verarscht. Ich weiß nicht, wann das war. Wann habt ihr mich ersetzen? Irgendwie haltet ihr euch bei mir zurück? Was ist da los? Ihr ja, dürft mich auf Kuppel einspielen, du kriegst es aber nicht mit. Doch, nein, ich ignoriere es. Das ist ein Unter. Ich danke dir für den Clip. Ja, wo kann ich das bei dir posten? Du kannst bei mir, kannst du es in allgemein Channel, Stream Channel.
andere Streamstände zum Schauen kannst du reinposten. Da kannst du da am besten andere Streams streamen zu. Wieso steht das voll falsch geschrieben? So, habe ich gemacht. Ich jetzt mal im Ernst, warum geht es nicht? Ich konnte jetzt, wo ich nur ein zweiter Account drauf bin, war auch nur Lars melden, aber kein Clip. Ich sage es euch, da stimmt etwas mit dem Twitch nicht in letzter Zeit. Das habe ich aber auch schon jetzt letztens ein paar Tage für mich. Genau. So. Ja. Da musstest du ja auch für mich den Clip. Das ist doch nicht normal. Oh, Alter. Die Verzögerung, die Titel, die sich nicht richtig aktualisieren, die Live-Benachrichtigung, die noch spät ankommen als sonst oder überhaupt nicht ankommen. Es ist wie bei YouTube mittlerweile, weißt du? Ich habe alle Notifications ausgemacht, sowohl von Twitch wie YouTube und alles. Was ich mittlerweile mache? Twitch habe ich mit der App links offen, YouTube habe ich offen, nur mit Subscription. Und ich gucke die Videos einfach in Ruhe ein und dem anderen an. Ich gucke keine Notifications mehr, ich skippe dann ab. Ja, ich mache aber auch nicht Notifications. Ich mache jetzt einmal am Tag, so alle paar Stunden. Da drücke ich mal auf Abos, alles was ich jetzt ganz so genau, anbiete. Dann suchst du aus, was willst du genau. Danke, super. Mache ich das nicht, so, weil es anders geht. Das Ding ist, ich achte halt immer drauf, weil als erstes kommt jeden Morgen Maika. Erstmal dann wird Maika heute wieder My Little Dragon's Cafe. Ich komme mit dem Titel nicht klar, ich glaube, der hieß... Ja, bei Little Dragon Cafe. Ich bin nur Hausflipper oder... andere Serien, aber bei anderen so wie die Story of Season und solche Sachen, das ist so ein Spiel, den du nicht so ganz natürlich. Muss ja auch nicht, deswegen hast du ja die Möglichkeit, Maika macht ja genug Ladung. Da kannst du ja mal schön aber dabei. Ich mag den Hausflipper, meine ich sagen, das finde ich spannend. Ja, das ist auch interessant. Vor allem sie macht es auch also wirklich gezielt gut. Ich mach dann irgendeinen Blödsinn, um Spaß zu haben. Und sie, wenn ich das so gucke, sie gibt sich halt wirklich gehen. Mühe. Nur manchmal sitze ich, letztens habe ich mich erwischt, wie ich davor saß und dachte, ey Maika, doch eine Dieb-Habe, bist du besoffen? Das war das letzte Mal bei dem Barter, gelben Fliesen. Ich hab's nicht verstanden. Ich hatte mit dem Geld. Ja, das war beim Stream. Ich glaube, das war gestern oder gestern, wo du im Bad gelbe Fliesen um den Boden geknallt hast und aber auch um den Sand. Ach so, das. Ich hab mich erwischt, wie ich gesagt habe, boah, mach doch nicht so eine Scheiße! Nein, es ist eine ja so. Scheiße. Ein Auftrag. Ich habe ja den ersten Auftrag gemacht. So den Kindergarten, ne? Und einmal Sauna mit Haus. Oh, du hast das ja vorgegeben, was du an Fliesen benutzen sollst. Ja gut, nee, das habe ich gar nicht drauf gesehen. Also Maika, wie sieht es aus für den neuen Addon von Sims? Willst du spielen? Meinst du dieses Inselparadies? Ja, da sollte ein neuer rauskommen, oder nicht? Ja, aber ich hatte das jetzt. Die Frage, wirst du es holen? Irgendwann schon. Irgendwann werde ich mir alle Addons holen, aber oder spielst du noch überhaupt? Ich hab nicht geschaut, ob du dann noch Videos aufgeladen hast mit Sims. Sims habe ich noch nie gesehen. Ah, das ist nur gestreamt, ne? Ich kann mich nicht mehr jetzt gerade erinnern, deswegen frage ich. Nee, nur gestreamt, aber ich will halt das halt irgendwann mal so als Stream auch hochladen, aber erst wenn ich halt alle Addons habe. Und da spare ich halt noch ein bisschen drauf. Ich guck dann immer, wann mal Angebote sind. Angebote bei Electronic Arts. Doch, manchmal. Wir reden von Electronic Arts, die kennen den Wort gar nicht. Du zeigst dir in den Diktionären, sagen die, dir der Wort existiert. Ja, als nächstes ist auf jeden Fall. Wo der sagt, okay Leute, wir brauchen etwas Jugend, also um die Jugend besser zu erreichen. Mehr Ingame-Boxen, die man für Echtgeld kaufen kann. Okay, guter Anfang. Okay, wie wird mit mehr bezahlbar. Das ist fantastisch, da kommt der dritte. Erst wenn wir einfach mal fragen, was die haben, und dann grinsen sie den Fliegt aus dem Fenster. Ja. Da hab ich den Meme gesehen. Oh, scheiße. Ich fand das so cool. Das nee, war so aber cool. Habt ihr, aber jetzt ohne Spaß, habt ihr den Gerichtsverfahren gefolgt in den United States, wo Electronic Arts und Ubisoft ausgesprochen haben wegen Lootboxen? Nee, das war nicht in United States, sorry, das war in United Kingdom. Nein, UK. Oben kannst du das Karo unterziehen, dann hast du 5 in a row und nee, hab ich nicht gedacht. Guck dir es an.
guck dir mal, wie die es nennen, diese Lootboxen. Ja, solltest du jetzt angucken, das ist, das, wow. Das ist, außer wie die Frau das ausspricht, wie ein Gerichtsverfahren. Weißt du, ernst kann es nicht geben, als ein Gerichtsverfahren, das ist vor Gericht. Und einfach sagt, die Lootbox ist eigentlich einfach eine Überraschung. Wir zocken dich schon mal die Leute an. Das ist einfach eine Überraschung, die kann ich nicht vollkommen in dem Spiel. Alter! Meinst du, wenn es wenigstens mit Ingame-Währung die ist? Nennen, die ja. nennen das nicht mehr Lootboxen. Die haben das nie Lootboxen genannt. Die nennen das Surprise Mechanics. Ja, aber das hat wiederum eben rechtliche Hintergründe. Weil wenn sie es... Es ist ein Surprise-Mechanismus. Wenn du ganz am Ende deine Quittung, deine Abrechnung, wie viele zahlen darfst oder gezahlt hast... Junge, die sind vor Gericht gegangen, weil da gab es einen Junge von 8 Jahre alt in den scheiß Fortnite, hat sich in einem Tag 2600 Euro ausgegeben in Skin von Fortnite. Dann machen die dann in eine Pressekonferenz eine Anfrage an eine von den größten von Fortnite, von Epic Games, ne? Und der Typ von Epic Games sagt, was? 2600 Euro? Sind unsere Skins mittlerweile so teuer? Sogar der Typ selbst von Epic Games wusste gar nicht, dass man so viel Geld ausgeben kann. Das ist einfach so traurig. Naja, aber ich meine, das geht schnell. Jetzt überleg mal hier bei Counter-Strike zum Beispiel auch. Da kostet ein Key 2,20 Euro, wenn du ihn normal bei Steam kaufst. Und das summiert sich halt ratzfatz. Ich meine, die Kiste ist nicht das Problem, die kostet 3 Cent, die älteren. Aber der Key kostet halt 2,20 Euro und das summiert sich halt. Und du ziehst Bullshit, der im Wert der im Schnitt 3 Cent wert ist. Das ist sowas von. Ja. Ach, oh, fick dich, du Penner. Das finde ich einfach Absacke. Ich finde es Absacke. Meine. Ja, es ist halt ein Glücksspiel, es ist halt Zockerei. Aber damit machst du eben Geld. Glücksspiel zieht, hat immer ja, wir reden immer von ziehen. Videospielen, nicht von Casino. Ja, aber das ist das Problem. Das fing deswegen, weil es gibt auch viele Länder, die sich dagegen wehren. Der Start war doch dieses Idle-Zeug, wo dann der erste Typ ein Idle-Spiel gemacht hat, wo du nichts machst und dein Geld immer weiter steigt. Damit fing es doch an. Dann kam das nämlich, dass du dir für echt Geld dann dieses Zusatzzeug holen konntest, damit du im Idle, wo du eh immer nur Gewinn machst, eben nur schneller gewinnen musst. Und dann daraufhin kamen ja die ersten Lootboxen. Das haben sie ja gezeigt, wie die ersten Wege zur Lootbox kamen. Das fand ich so interessant, dass das aber überhaupt von diesem Bullshit zu noch mehr Bullshit umsetzbar war. Dass die Leute das überhaupt umgesetzt haben. Ja, aber, das ist dieses schneller haben. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. Das triggert halt. Ich meine, ich kenn's selber. Ich habe ja auch Idle Miner gezockt. Was mache ich das Erste? Ich kaufe mir für 2 Euro erstmal hier doppelte Offline-Währung, weißt du? Ja. Wofür? Es triggert halt, keine Ahnung. Natürlich ist es dämlich, das weiß ich auch. Nee. Noch nie. Ich meine, schau dir bei Steam mein Inventar an, das ist 220 Euro wert. Das finde ich krank. Allein hier, das Messer hier kostet 108 Euro. Ja, nee, das ist halt. Also dafür bin ich. Das ist halt der Vorteil an meinem Geiz, wenn ich jetzt ein Spiel unbedingt haben will und ich bin blöd und gehe in den Laden, um es mir zu kaufen, dann stehe ich vor dem Spiel und kaufe es nicht. Weil ich dann denke, oh, brauchst du es wirklich? Kannst du eigentlich doch warten oder online oder irgendwo günstiger? Und dann kaufe ich es nicht. Das ist bei mir ganz kritisch. Ich bin mit so Geld immer bin ich richtig böse. Ja, aber das ist wiederum, da bin ich dann... Prinzip, so die physikalische Version, da habe ich immer noch Respekt dafür. Danach ja, aber das Problem holen ist, kann bei Amazon nach Hause geliefert. Okay, könnte ich nachschauen, aber wenn ich schon immer meine kann gleiche, auch online teurer sein als im Geschäft, das ist physisch zum Beispiel, kann auch sein. Aber trotzdem hänge ich davor, weil und drehe es mir selber aus, weil ich einfach so ein Geldgeier bin, wenn es um sowas geht, weil ich immer dran denke, musst du das Geld ausgeben, kannst du es nicht irgendwo besser investieren, sparen oder das ist halt wirklich so der Nachteil. Ja, aber ich spare da in anderen Sachen. Schwierig. Ich spare zum Beispiel in das Essen, das wir kaufen, ne? Dass wir nicht so viel Gift kaufen. Geht doch. Das, da spare ich auf Eistee und Energy. Und selbst da gehe ich auf das Gift. Ich habe letztens für 50 Cent anderthalb gar nicht. Noch lustiger. Da ist halt auch wieder, da bin ich halt, wenn ich mir schon ein Energy gönne, dann hole ich mir halt einen fucking Red Bull, auch wenn es 2 Euro kostet, weißt du?
nicht eingespielt, schmeckt auch das billigere Zeug. Das Einzige, was ich gar nicht schmecke. Gar nicht in der Tüte. Gelöst. Kennst du von Teppichdomäne oder Action oder Center Shop diese 3 Liter Flaschen für 1 Euro? Boah, ja, voll widerlich das Zeug. Ja, das kann ich auch nicht saufen. Also den von Kaufland 1 Euro, 1,5 Liter, geht vollkommen klar, schmeckt mir gut. Hab mich überhaupt nichts gegen, aber diese 3 Liter Flaschen, Alter, diese Kratze drauf. Die arme Maika kommt überhaupt nicht mehr zum Reden. Maika. Wie geht's dir? Ich glaube, die kommen mit uns gar nicht klar. Ich glaube, sie hat sich gemutet. Nee, hat sie noch nicht. Doch, noch nicht, sagt er. Der Mikro war gemutet. So war es nicht klar. Okay, das erklärt's. Ja, wie bin ich? Du hast dich nicht beteiligt. Ich dachte, du wärst komplett gemutet. Nee, ich habe mich gemutet, Ihr Wichser, aus allen Ecken kommen sie wieder. Wir hatten gerade eine Diskussion über Thema Lootboxen, da warst du ja dort. Ja, so am Anfang. Und dann sind wir ein bisschen gekommen zum Thema Geld sparen, also wofür wir Geld ausgeben, wo wir wirklich sagen, oh, das spart man lieber doch nochmal, guck, also so ein bisschen geldgeierig. Und wo man sagt, okay, nee, dafür wird dann mal lieber ein bisschen mehr ausgeben, weil das soll schon was sein. Oh, ich hab's in The World Quest, die ist so ekelhaft, Blizzard, wirklich, muss es sein. Also ich gebe Geld immer nur dann aus bei so Dingen, wie boah, das ich haben so wie jetzt zum Beispiel für die Switch. Aber das ist zum Beispiel so Mario Maker 2, da sage ich, okay, kann man sich kaufen, aber ich kann auch genauso gut warten, dass ich das irgendwo gebraucht finde, wo es dann billiger ist. Ja, gut, das verstehe ich. Ich hab's mir nicht. Hängt es immer vom Spiel ab. Ich wollte auch. Es gibt Spieler, die werden die Collector Edition holen. Wenn ich Collector Edition hole, dann kann ich leider nicht warten, bis es günstiger wird. Bei mir. Bei Pokémon werde ich vielleicht auch ein bisschen warten, bis mal entweder gebraucht angepriesen wird. Oder halt bis Weihnachten, wo ich dann weiß, okay, ich kriege jetzt Geld von meinem Vater zu Weihnachten, dann kaufe ich mir das nicht davon. Ohne dass ich halt mein täglich Geld dran muss. Nee, bei Dings, bei Mario Maker, da hab ich wollte mir eigentlich die ganze Zeit Teil 1 kaufen. Und dann kam halt die Info, teils habe ich dann wirklich teilweise als, glaube ich, 1,5 Jahre oder so gewartet war das jetzt. Und hab gesagt, okay, hol ich mir lieber den zweiten Teil, statt den ersten jetzt auch noch zu holen. Das habe ich dann auch so gemacht. Der Teil 2 war aber für die Wii U, ne? Wie? Für die Wii? Nein, ich fragte gerade, wie meinst du das? Achso, nee, der erste Teil von Mario Maker. Achso, den gab's auf die Switch. Den gab's auch, ja, nee, den gab's auf Switch und. Also, ich glaube, den für Switch gab's den auch, wenn ich mich nicht glaube. Also, ich hatte auch eine Wii U, so wäre es nicht gewesen, aber ja, es gab es auf dem Switch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich wollte es mir eigentlich aber den ersten Teil wollte ich mir für den 3DS holen, weil den habe ich, dann hätte ich dann auch immer dabei. Ich habe ja diesen XL-Riesen-Oschel und so. Ja, aber der Teil so für DS ist so scheiße. Also. Nee, ich hab auch gesagt, so oder so, ich warte einfach auf den zweiten Teil, weil davor wollte ich jetzt den ersten und dann kommt jeder zweite Teil und dann hole ich direkt den zweiten und hab dann mehr Inhalt und kann halt noch ein bisschen aktuell spielen. Ja, hab ich Spaß gehabt. Also ich hab sogar irgendwie gesagt, ich will jetzt aber endlich mal mein Level fertig kriegen, das wird morgen mal so ein Angriff finden. Also bei mir sind jetzt wirklich die nächsten Spiele, die ich wirklich richtig gerne hätten will, wären wirklich Animal Crossing und halt Dragon Quest Builders 2. Das war schon überlegen, ob ich es mir hole. Ich will mir, glaube ich, Teil 2 holen, dann will ich mir Pokémon holen und Animal Crossing. Das sind so die Switch-Spiele, die ich mir jetzt hole. Dann nächstes Jahr die PlayStation 5 hole ich mir. Das liegt aber auch daran, dass ich ein großer PlayStation-Fan bin und selbst wenn nicht content-technisch viel da sein wird, aber bei der PlayStation 5 soll es auch so sein, dass du noch die Spiele von PlayStation 4 spielst. Genau. Genau deswegen. Retro Gaming ist endlich mal available. Ja, dieses, wie heißt das nochmal, Cross-Down-System da. Ja, ist groß, wie der heißt. Abwärtskompatibilität halt. Lohnen, eine PlayStation zu kaufen. Wow. Nach so vielen Jahren. Na, ich werde bei meiner Xbox bleiben.
kann mit Xbox einfach nicht. Ich komme mit. Also, ich habe Xboxen immer gehabt. Also auch gekauft, aber ich bin mit denen nie so warm geworden, dass ich das ist eine gute Konsole. Na, ich hatte damals die PlayStation 2, auf der habe ich Need for Speed Most Wanted gesuchtet bis des Todes. Und das war's dann auch. Seitdem bin ich Xbox. Also das ist Ansichtssache mit den Konsolen, da muss jeder seins haben. Ja, ist auch so. Klar, ich könnte jetzt ein machen, die halt gegen Xbox sprechen, aber das liegt halt auch daran. Gut, ich kann es auch gegen PlayStation machen. Aber das ist halt im Endeffekt trotzdem eine Sache, wo jeder für sich immer entscheiden muss. Das ist bei allem so. Ich kann tausend Sachen schlecht sagen auf einer Konsole oder auf irgendeinem. Es hängt aber trotzdem immer noch an der Person, ob sie damit leben kann oder nicht und was ihr fest ist halt auch. Besser gesagt, ist alles nur Geschmackssache. Ja. Es gibt Leute, die werden die Halo-Serie voll süchtig sein, dann sind sie bei Xbox. Das ist eine große. Es gibt Leute, die werden eine Final Fantasy-Reihe mögen, dann haben die eine Playstation. Leute, die lieben Pokémon und Zelda und da haben die Nintendo Switch. Fertig. Oder du eigentlich bist ein Thomas und hast alle Konsolen. Nee, ich kann auch alle Konsolen haben, aber wofür? Ich hab nicht genug Zeit, ich hab den Rechner. Das ist meine größte Konsole. Ich hab eine Frage zu der Playstation. Mhm. Abgelehnt. Ich würde den. Also wir überlegen uns halt die auch zu. Statt mit PlayStation 4 einfach mit PlayStation 5. Ja, würde ich grundsätzlich schon mal empfehlen. Die Frage ist, was mich jetzt interessiert, wenn sie wirklich noch die alten Spiele spielen wollen, nur die von der PlayStation 4 oder auch weiter runter? Nee. Es soll bis runter. PlayStation 1 und 2 Spiele sind ja auch schon bei der PlayStation 4, aber als Download-Games. Aber das neue Laufwerk und die neue Firmware soll auch so weit gehen, dass sie sogar die CDs wieder benutzen kann. Ja gut, ich hätte einen Emulator, ich habe sogar einen PlayStation 3. Aber ja, für mich wäre es auch wichtig, ich hätte noch ein paar gute alte Spiele von PlayStation 3, 2 und vor allem bei der, was ich bei der 5 finde jetzt mittlerweile, ist auch die, das Innenleben und die SSD, die sind so stark, dass du wirklich da Power unterm Arsch hast. Das heißt, keine Ladebalken mehr für die alten Teile und für die neuen Teile deutlich geringere Ladebalken als für die PlayStation 4. Das frisst schon mal dann weniger Zeit und das nervt auch immer. Plus, früher als Kind gesuchtet habe, auf der PlayStation 1, Zivilisation 2. Das war so ein Horror-Spiel, aber ich hab's gesucht. Wow. Und ich hab's nie geschafft. Perfekt, Alter. Was glaubt PlayStation 1? PlayStation 1, allererstes Spiel, Resident Evil. 7 Jahre alt, fuck, hab ich mir die Hosen geschissen. Zweites Spiel, Final Fantasy. Mein erstes Spiel war Spyro. Ja, Crash und Spyro, das war auch immer auf der PlayStation 1, Sucht pur. Was ist das? Medieval Evil war damals cool. Mit dem Sir, mit diesem Skelett. Da fand ich geil. Hatte ich nur als Demo-Version. Mir fehlen die alten Demos. Ja, das fand ich halt damals meine erste PlayStation. Mein Kumpel kam mit Kingdom Hearts. Ich musste mir eine PlayStation 2 besorgen. Ich wollte mit Kingdom Hearts spielen. Das war schon das Problem. Dann habe ich das Spiel dann, da war eine Demo dabei. Alter, was für geile Games damals da drauf waren. Da war ja alles, was man so brauchte. Rayman, Ratchet & Clank, wie heißt das hier nochmal? Tekken. Bugs Bunny. Bitte? Oh, Bugs Bunny, das war ein guter Spiel. Spyro war auch drauf, davon abgesehen. Aber da war halt die guten alten Demos, da habe ich den ganzen Tag Demo. Vor allem, ich hatte meine PlayStation 2 in der Hand an meinem Geburtstag. Ich kam von Tagesgruppe wieder an dem Tag, das war um 1 Uhr. Dann hatte ich endlich die Zeit für mich, krieg die PlayStation in die Hand und dann kommt die Familie und du siehst den jungen Thomas mit in der PlayStation in der Hand und das Problem war, die Haustür war direkt neben der Treppe, wo ich hochgehen musste. Das heißt, diese Wichser standen in der Haustür, ich stand mit meiner PlayStation vor der Treppe und konnte nicht mehr weg. Gott, das ist auch. Tja, bitter, ne? Ja, ganz bitter sogar. Und Mulan hatte ich als erstes. Das habe ich nie gespielt. Das habe ich nie gespielt. Der erste Spiel, den ich gespielt habe, ist Mario. Nein, wir reden jetzt Legend of Zelda Ocarina. Ja gut, wir reden jetzt gerade von Zelda, weil sonst könnte ich hier auch noch komplett ganz anders an. Aber nee, wir reden jetzt nur gerade von Daisy.
nochmal in Nintendo wäre, dann wäre es. Mein erstes PlayStation-Spiel war dann Super Mario 7. Und auch der einzige. Das einzige Spiel, das ich auf die PlayStation gekauft habe. Danach habe ich nie wieder eine PlayStation. Fandst du Final Fantasy 7 blöd oder was hat die komplette PlayStation-Generation gekillt? Oder was? Nein, das ist nur damals habe ich nur wegen meinem Onkel PlayStation 1 Zugang, auf Deutsch gesagt, ne? Und da habe ich Final Fantasy 7 damals gespielt, das war immer so ein Urlaub, er hatte immer für mich die Konsole, aber sonst habe ich immer Nintendo gehabt. Ich habe nie die Möglichkeit gehabt, selbst eine PlayStation zu haben. Ja, gut, das verstehe ich. Bei uns war zwar auch, bei uns war aber auch so ein Super Nintendo-Haushalt im Normalfall. Als die Daisy reinkam, wurde halt viel damit gezockt, aber durchgehend davor Nintendo, Super Mario, Legend of Zelda, das war dann so. Jetzt muss sie halt hier das Mädchen raushängen lassen, gell? Nein, wir hatten ja auch nur Super Nintendo und hatten wir Dr. Mario und Mario 3. Und dieses hier, was ich dir, Skinner, was ich dir gezeigt habe. Ja, das, also, und dieses Snake. Und eine Freundin von meiner Mutter, die hatte das Spiel auch, die Konsole auch, und die hatte ihre Tochter Barbie gekauft. Dann haben wir halt auch mal die Spiele getauscht und auch mal Barbie spielen. Warum war die alte Stein? Meinst du, sie ist zu steuern, weil die hat man als Kind aber nie mitgekriegt.